Ja, klar, machen wir weiter. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2021 an diesem Freitagnachmittag. Jetzt wissen wir auch Bescheid, jetzt werden wir beide immer die Session beenden. Also, wir sind jetzt quasi Training Nummer 2 und 3. Und dann passt das auch, würde ich sagen. Gut, gehen wir rein. Erste freie Training bedeutet, hat ein bisschen viel Eingewöhnungszeit gebraucht. Und ja. Wir gehen ohne die Preisburger Selbstfahrt so ein bisschen. Okay, gehen wir zur Strecke oder zum schnellen Training? Hä? Ich habe weiter zur nächsten Session gedrückt. Ja, habe ich auch. Und dann steht bei mir hier zur Strecke. Ich fahre raus auf die Strecke, um Trainingsprogramme abzuschließen und ich mit Kurzvertrag zu machen. Oder verdiene Ressourcenpunkte und Entwicklungsbonus, um die Trainingsprogramme Fels fahren zu müssen. Schnelle Training oder zur Strecke? Zur Strecke würde ich sagen, gehen wir rein. Ja. Ja, da kannst du. Ja, das andere ist, da kriegst du die Punkte, aber musst nicht selber fahren. Ja, ein bisschen fahren möchte ich auch schon. Irgendwo ein bisschen was zeigen wollen wir natürlich auch gerade, bis jetzt das neue Spiel ist. Naja, guck mal. So, da sind wir wieder. Back on track. Mit dem Alpha Tauri AT02. Was fahre ich denn jetzt für ein Trainingsprogramm? Ich glaube, ich fahre das RS-Management. Und gehen wir auf die Strecke. Was fährst denn du jetzt für ein Trainingsprogramm? Qualifying Tempo. Du fährst das Qualifying Tempo. Okay, das habe ich ja eben schon im ersten freien Training abgearbeitet. Ja, da können wir mal wieder ein bisschen Trainingsprogramme durchswitchen, mal ein bisschen Dinge ausprobieren. Das ist halt das Gute, wenn man sich absprechen kann, wenn man vor allen Dingen im Team arbeitet. Und ja, wir gehen natürlich direkt im Formationsflug ran. So. Auf was hast denn du die Linie? Nur auf Kurven? Ja, ne? Ne, momentan noch komplett, glaube ich. Ich hab's ja nur auf Kurven. Ja, ich hab's auf komplette Kurven. War ich noch nicht umgestellt, muss ich noch machen. Da ist auch das Menü, das macht schon wieder viel aus. Das ist hier eigentlich ganz cool, ist ganz cool gemacht, auf jeden Fall bisher. Und ich habe mich wirklich drauf gefreut auf dieses Spiel. So. Aber wie gesagt, es kann natürlich jetzt auch im Rennen passieren, dass einer von uns mit mechanischen Schaden ausscheidet. Ja, es kann. Also da wir haben versucht, so realistisch wie möglich einzustellen. So, ich lasse dich dann mal ein bisschen ziehen, damit wir uns nicht in die Quere kommen. Ja. Ja gut, damit du vor allem nicht immer der Dirty Air fährst, ne? Ja, allgemein einfach, damit wir uns nicht gegenseitig stören jetzt beim Rammfahren. So, ich habe mein RS-Management-Programm mal ein bisschen gestartet. Ich bin momentan noch komplett. So, ich muss mal jetzt ein bisschen runterstellen. Ich bin noch ein bisschen im roten Bereich. Sieht momentan nicht gut aus. Das Delta, also was ich fahren soll.
Da fährt Mercedes, glaube ich, gerade raus, wenn ich es richtig sehe. Hamilton. Ach, der steht mir natürlich jetzt komplett im Weg gerade. Mist, schon wieder gedreht. So aggressiv über die Köpfe. Was fährst du ohne Traktion oder was? Nee. Auf Mittel, ne? Nee. Auf voll, okay. Ja. Stell mal auf Mittel. Nee. Ich bin aber langsamer als du. Ich bin eine halbe Sekunde langsamer als du, aber gut, ich fahre auch auf, eher auf. So, lasse ich den Mercedes da mal hinter mir vorbei, weil der mir gerade ein bisschen auf den Nerven geht. Aber du bekommst gerade von der Zeit her ein bisschen besser klar, ne? Du bist deutlich ein Stück schneller gerade als ich. Mhm. Aber wie gesagt, ich fahre auch ein anderes Trainingsprogramm als du. Das kann natürlich auch sein. Dass ich hier ein bisschen auf Managen gehe als du. Du fährst nämlich wahrscheinlich auf volles Tempo. Und da ich weniger, kaum DRS benutze, kommt natürlich auch der Abstand ein bisschen zustande. Und du fährst auf Medium. Nein, ich fahr auf Soft. Soft? Mhm. Aber wie gesagt, ich nutze kaum das ERS. Dementsprechend klar. Weil ich mehr auf Managen gehe. Ich habe versucht, nämlich im violetten Bereich zu halten. Mittlerer Energieverbrauch. So, fahren wir nochmal raus. Kommst du gerade über Start-Ziel? Nee, ne? Nein, nein, ich bin Haarnadel. Ey, aber eigentlich kommen wir mal wieder zusammen, dass wir zusammen im Team Formel 1 zocken. Wenn es auch nur die Karriere ist. Naja, ist entspannter als Liga-Rennen, oder? Ja. Ich komme jetzt ein bisschen ran an deine Zeit. Naja, was habe ich jetzt gefahren? 29,4. Aber meine ERS war auch leer. Sonst wäre es wahrscheinlich sogar gewesen. Ich bin Dritter. Hamilton muss also irgendwo dazwischen liegen mit der Zeit. Muss ziemlich auf Augen. Aber das ist mir so unrealistisch, wenn ich ehrlich bin. Ich höre die KI auf jeden Fall nachher Minimum auf 90. Weil ich kann mir mal vertauchen, nicht auf einem Mercedes, auf Augenhöhe fahren.
Wenn ich ehrlich bin, sollte man es schon so hochstellen, dass wir zumindest mal irgendwo bei Platz 7, 8, 6 irgendwo im Dreh rum mitfahren. Mhm. Das sehe ich zumindest am realistischsten. Wie du willst, ich richte mich da nach dir. Du kannst eh nichts anderes machen, weil ich die Einstellungsmanager. Nein, alles gut. Aber ich würde sagen, wenn es halt sonst ein bisschen unrealistisch. Klar, wie sollen wir mit Bull oder Ferrari vielleicht oder Mercedes wäre das realistisch, ja, aber. Ich arbeite mich da lieber ein bisschen mit rein. Was die Zukunft natürlich betrifft mit den ganzen Telefonie und das ist klar, das dauert halt. Müssen wir mal gucken. Hä? Oh, abgeflogen? Ja. Okay, dann ist jetzt hier eh Feierabend, weil ich gehe jetzt in die Box, dann gebe ich auch auf und dann sind wir nämlich durch mit der Zeit. So, diesmal anpassen. Ich muss übrigens mal die Geschwindigkeitsanzeige von MPH auf km/h umsetzen. Mir fällt das gerade mir auf, dass das hier nämlich. Simulationsverstellung, Pfeifen. So, ach, kann ich jetzt. Ja, gut, während der laufenden Session ist es schwierig, das zu machen, stimmt. Da kann ich die KI nicht hochstellen. Audioeinstellung, ich mache mal meine Audioeinstellung ein bisschen mehr. Andere Autos, 7, 8, Gesamtlautstärke, Effekte. Stuttgart brauche ich nicht. Bruchschaltton brauche ich auch nicht, weil. Wir schalten ja nicht selber. Ich schalte nur ab und an mal selber, ein bisschen gegenzuhalten. So, Session verlassen. Und dann passt das von der Zeit her. Und dann mal gucken, was wir raus haben am Ende. Ja, knapp auf. Sagen wir mal fast auf Augenhöhe. Aber jetzt waren wir noch 7 oder 8, oder? Wir waren nicht mehr ganz vorne. Ne, das sehe ich gerade auch so. Vielleicht das war es doch auf 85. Dann wäre. Weil so passt es nämlich. Weil wir sind ja noch im Training, also wir sind ja noch freies Training, da fahren manche von denen auch nicht voll. Obwohl fast alles auf Soft gefahren ist, ne? Mhm. Ich würde es erstmal auf 85 lassen. Wir gucken erstmal, wie es sich entwickelt in der Karriere, dann kann man immer noch hochstellen. Genau so ist es. Hast du auch Interview? Nee, noch nicht. Wieso weiß ich, hab's nicht, nein. Du hast ein Interview oder was? Mhm. Dann quatsch ich da aber gerade nicht rein. So, jetzt bist du fertig, hör mal, ne? Ja. Ja, jetzt geht's bei mir nämlich auch weiter. Na gut, kann immer mal sein, dass zwischendurch Interviews mit reinkommen. Ja, weil ich doch abgeflogen bin. Okay, das kann natürlich sein. Dass er dich fragt, woran es gelegen hat oder was passiert ist oder so, ja. Gut. Dann hüpfen wir mal rüber in Training Nummer 3 gleich. Aber ich muss gerade was. Rivalität, ne? Ich habe noch keine. Ich auch nicht. Ich wollte. Wollte ich noch was ändern? Ne, wollte ich nicht. Ich wollte. Gut, dann gehen wir mal auf die Strecke wieder zurück. Dass wir weitermachen können. Und direkt beim dritten freien Training. Tschum. Das ist cool, finde ich. Das Intro, das neue Intro finde ich cool mit dem F1. Das ist nicht mehr so langatmig wie das davor. So, dann heißt das jetzt für mich ein neues Training starten und zwar mit der Rennstrategie. Let's get a few laps under our belt. Wobei die Runde danach, nach dem Trainingsprogramm, die habe ich auf Zeit gefahren. Deswegen war die so knapp dran an dir. Also,
War okay. Wie gesagt, nochmal zwischendurch mal auf Augenhöhe fahren. Vielleicht hat es ein bisschen besser, das Dings erwischt. Wie auch immer. So. Dadurch, jetzt, dass du früher raus bist, lasse ich natürlich jetzt ein bisschen Abstand. Damit wir nicht uns so in die Quere kommen. Und dann geht's tatsächlich morgen im Qualifying schon das erste Mal richtig zur Sache, ja. Und dann schauen wir mal, wo wir ungefähr stehen. Weil dann werden so langsam die Karten nämlich auf den Tisch gelegt und spätestens im Rennen soll es hoffentlich um ein paar Punkte gehen. Und am besten fahren es natürlich nicht in die Karre oder der andere fährt dem anderen in die Karre. Aber wenn man dann halt ausscheidet oder durch einen Defekt oder durch einen Unfall, dann ist das halt einfach so. Weil durch diese Kurbkarriere gibt es nämlich keine Rückblenden mehr. Die sind nämlich jetzt raus. Oder Session neu starten oder sowas. Genau, so ist es. Ab jetzt ist... Hast du aus, ist es aus. Genau so ist es. Und das hoffen wir natürlich, dass wir das direkt im ersten Rennen natürlich nicht haben. Aber wir schauen. Das ist natürlich jetzt der Reiz an der Sache, oder? Beziehungsweise das ist natürlich jetzt, das kann... Auch wie gesagt, durch einen Defekt, wenn du den Motorschaden hast oder sowas. Ich habe das mal in einem Rennen gehabt. In Belgien, damals im Renault, da bin ich, glaube ich, 50 Meter vom Ziel mit dem Motorschaden liegen geblieben. Und habe dadurch den zweiten Platz weggeworfen. Ich glaube, bei F1 2016 war es. Auch das kann durchaus passieren. Und ich hoffe, dass das nicht nur auf uns trifft, sondern auch auf die KI zum Beispiel. Wenn die dann auch zwischendurch mit einem Defekt ausscheidet oder so, macht es nämlich auch sehr selten gewesen in den letzten Jahren, dass der KI mal einen Defekt hatte. Oder einen Kapitaldefekt. Weil ich glaube bei F1, war das 2015, 14, gab es nämlich auch Motorschäden. Ich glaube, oder 2013, das war noch die alte Sauger-Ära. Der alte V8-Motor. So, mal gucken. Aber kann sein, dass du jetzt mit dem Setup ein bisschen besser klarkommst, ne? Dadurch, dass du jetzt ein Setup fährst. Das und vielleicht auch einfach allgemein jetzt besser mit dem Spiel klarkomme. Ne. Ja klar, man muss sich ein bisschen reinfuchsen. So, ich lege jetzt gerade meine erste Zeit mal vor. Das wird irgendwo bei 1,28 oder sagen wir mal 29. So. Was habe ich denn jetzt gefahren als Rundenzeit? Habe ich gesehen jetzt gerade. Rechts oben. Wenn du dein HUD noch nicht verändert hast, ist rechts oben deine beste Runde. Was die Zielrundenzeit? Nein, die beste. Rechts oben. Nee, sehe ich bei mir um nicht. Ich sehe ja, ich fahre ja Programm. Dass ich keine. Dass ich keine aktuelle Rundenzeit. Ich hab's echt nicht gesehen. Ich meine mal, aber es könnte sein, dass es 28,9 war oder 29,0 so ein Dreh rum. Habe ich in der Form, es ist ein Alfa Romeo. Das hat sich jetzt durch die getauschte Farbe ist, das hat sich jetzt deutlich einfacher zu sehen, wenn du ein weißes Auto hast, was eigentlich auf der Karte rot angezeigt wird. Weißt du, dass es ein Alfa ist und nicht ein Ferrari. Und es ist Giovinazzi vor mir. Ja, ich muss natürlich wieder ein bisschen...
1,29 glatt bist du gefahren. Na, ich dachte mir schon sowas in die Richtung. Weil die Zielzeit war 1,309 und ich glaube, ich hatte 1,9 Sekunden Vorsprung. Und das gibt uns auch wieder gute Punkte, Ressourcenpunkte zum Weiterentwickeln für das Auto. Mhm. So, ich hänge ihm einfach natürlich jetzt schön im Windschatten. Hamilton ebenfalls 1,29,0. Aber es könnte. Nee, es wird keine neue Bestzeit. Es wird immer bei 29,2 oder 29,3. So, ich muss jetzt natürlich so eine Runde in Grün setzen. Und dann habe ich meine Rennstrategie, mein Programm abgearbeitet. Ich habe eine Runde ein bisschen verkackt, die zweite Runde. Weil die musste mich echt mit dem RS. Mit dem RS ja auch aushalten. Wen hat sie vierter? Der hängt hinter dir. Aber das wird sich nachher noch ändern. Wenn man so viel Sonne auf der Strecke hat, dass ein Hamilton so früh schon rausfährt, das wundert mich. Die sind normalerweise ein bisschen später draußen. Aber ich habe jetzt schönen Windschatten. Macht natürlich viel aus, wenn er. Oh, okay, das war Dirty Air, das war natürlich jetzt alles anders clever. Das ist es halt, wenn der langsamere, vermeintlich langsames Auto auf der. In der Kurve im Weg steht, und du weißt, du bist eh schneller als er, du kommst da nicht vorbei, rutscht er nämlich raus, ohne dass du eine Kollision zu vermeiden. Weiter momentan. Quasi direkt auf wir beide hintereinander. Das Rennen könnte durchaus spannend werden zwischen uns, nachdem wie das aussieht. Ich bin 1,3 Sekunden langsamer als Lewis Hamilton momentan. Aber ich habe meine Aufgabe erreicht. Jetzt brauche ich noch einmal einen grünen Dings und dann habe ich es. Ja, dann habe ich die 50 Punkte erreicht. Verstappen jetzt Dritter, der hat sich ja zwischen uns geschoben. Wobei Alpha Tauri in den Trainings eigentlich immer relativ stark mit dabei war, muss man mal sagen. Also so ganz unrealistisch, dass die teilweise vorne mit dabei sind, ist es gar nicht. Alter, Giovinazzi mir wirklich über die komplette Zeit 500 der mehr Windschatten gegeben. Ich konnte schön meine Zeiten drücken. Fahrer vor mir. Ach, ich liebe es. Fahrer vor mir. Sieh es. So, warte mal, das ist eine Alpha mal hinter mir vorbei. Boah, Alter, KI. Sorry, war keine Absicht. Wir sind natürlich jetzt so nach so vielen Runden durch. You're nearly out of fuel.
Ich liebe es, wenn du die KI eigentlich vorbeilassen willst und die trotzdem neben dir steht und stehen bleibt fast. Mhm. Das gleiche habe ich jetzt mit Giovinazzi. Ich habe dir mir jetzt eigentlich gezeigt, okay, fahr vorbei, ist in Ordnung. Und dann setzt er sich neben mich und bleibt dann fast bleibt auf Augenhöhe. Und das obwohl keine gelbe Flagge ist. Na, aber ich bin hier jetzt durch. Ich denke mal, das Training ist jetzt von den Zeiten her relativ egal. Von den Positionen. Ich denke mal, man hat viele Erkenntnisse gezeigt. Es funktioniert so langsam. Und ich glaube, spätestens im Qualifying dann wird's eigentlich ernst sagen. Und dann wissen wir auch, glaube ich, wo wir stehen. So, dann bin ich hier durch. Mach auf Session verlassen, also Session beenden. So, Zuschauermenü. Das ist wie im Online-Modus. Du hast auch die Session beendet und dann wissen wir gleich, wo es eigentlich so, wo wir dann stehen. Siebter. Ist okay. Eigentlich bin ich zufrieden. Überleg mal, Verstappen hinter sich gelassen. Beide Red Bull geschlagen. Aber guck mal auf 2 und 3, ne? Stroll und Vettel. Mhm. Ist, ja gut, kann aber auch sein, wenn die beide extrem leicht gefahren sind. Könnte das durchaus möglich sein, dass wir da vorne sind. Aber mal gucken, wie gesagt, das wird im Qualifying spätestens da, wenn die Karten auf den Tisch gelegt, dann wissen wir auch, wo wir dran sind. So, schöne Punkte mitnehmen. Gute Ressourcenpunkte über 2900. Alle drei Dings mitgenommen. Hydraulik. Zündanlage. Nehmen wir auf jeden Fall so zur Kenntnis. So, Qualifying heißt dann 18 Minuten. Also kurzes Qualifying, das werden wir natürlich haben wie gehabt. Auch da kannst du natürlich für den Einfahrer schon vorbei sein, wenn du auf dem Teleskop dich wegdrehst und dann irgendwo einschlägst. Hoffen wir natürlich nicht, weil ein Rennen von ganz hinten zu starten wird wahrscheinlich nicht einfach sein. Gut, machen wir Feierabend, sehen wir uns morgen wieder am Qualifying, würde ich sagen. Kurz mal in die Nachrichten reingucken. Okay, nichts Wichtiges drin. So, jetzt.